Da ist Pedro Gioia ein bisschen sitzen geblieben, aber das wird kein Problem sein für ihn. Ich denke nicht und sicher ist sicher, man will ja keinen Fehlstart im Vorlauf riskieren, das wäre ja dann ja, taktisch ziemlich unklug. Über die 400. Hat er natürlich nicht nötig, wie du richtig sagst, hier irgendein Risiko einzugehen, der kann das Rennen problemlos kontrollieren. Es ist Petrucciani und Wies zusammen und Bellon, der zurzeit noch ein wenig hinterherhängt. Ja, aber er zieht jetzt an. Jérôme Bellon auf den letzten 100 Metern stark. Petrucciani gegen Wies und Bellon kommt auf. Und kann Petrucciani noch einmal reagieren, wenn er seinen Teamkollegen sieht? Er kontrolliert nur Wies. Der Seriensieg ist ihm egal und es ist Jérôme Bellon, der gewinnt. 48:01. Petrucciani auf 2, Ryan Wies auf 3. Die drei, die wir erwartet haben, sind es. Die Reihenfolge ist ein wenig anders geworden, aber das hat seine Taktik.